Ja, wir als Business Motivation Lab, wir arbeiten natürlich vor allem mit den großen Unternehmen zusammen, mit den Corporates, mit den etablierten Firmen, die sich oftmals eben sehr, sehr schwer tun, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die aus einer anderen Welt kommen. Einer Welt, in der es eigentlich keine exponentiell wachsenden Geschäfte gab, sondern in dem man linear gedacht hat, in dem man neue Fabriken gebaut hat, wenn man mehr produzieren wollte, in dem man mehr Leute eingestellt hat. Und diese Logiken sind heutzutage nicht mehr gültig. Und gerade hier liegt der Vorteil von den Kleinen, die eigentlich mit dem cleveren Modell, mit einem guten Problem, an dem sie arbeiten, einer guten Lösung, die sie entwickeln und einem intelligenten Geschäftsmodelldesign, was ihnen Skalierbarkeit erlaubt, große Vorteile haben können und dadurch extrem klein bleiben, am Anfang vielleicht, und dadurch unterm Radar sind von etablierten Unternehmen, dann aber schneller wachsen und mit einem exponentiellen, skalierbaren Wachstum plötzlich doch ein dominanter Player oder ganze Märkte verändern können. Und das ist die Schwierigkeit für große Unternehmen zu verstehen. Meiner Meinung nach ging die erste Runde definitiv an die Startups. Die spannenden Plattformmodelle, die spannenden Geschäftsmodelle schlechthin kommen eigentlich aus der Startup-Welt. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht.